Hi! Yo! Willkommen zu einem neuen Video von uns beiden heute wieder mal. Heute gibt es ja wieder ein Ernährungsvideo, aber ein bisschen anders. Wir haben uns nämlich Folgendes überlegt. Ich habe heute ein super einfaches, schnelles, proteinreiches Sandwich. Aber das ist ganz ein bisschen spannender. Noch nicht naschen. Habe ich mir Sascha geschnappt und wir machen jetzt ein kleines Battle. Und zwar, wir haben 5 Minuten Zeit und wir schauen jetzt, dass wir in 5 Minuten dieses Sandwich machen. Jeder sein eigenes und das Ziel ist, dass es natürlich das Schönste, Beste und Leckerste ist. Ja, ja, ja. Klingt nicht sehr kompliziert, aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt los hier mit dem Protein-Rezept. Also ist schon mal vorweg, damit ihr es natürlich auch nachmachen könnt, weil ihr werdet vielleicht jetzt nicht jeden Schritt so genau sehen. Ich verlinke euch das Rezept natürlich unten in der Infobox. Wir machen so zum Überblick so eine Magertopfen-Kapern-Ei-Aufstrichs-Cremes-Dingsdongs und belegen das Ganze ein bisschen mit Gemüse. Genau, ein Topfen für unsere deutschen Freunde ist Quark. Genau, ist Magerquark. Sehr günstig. Sehr günstig und lecker, aber ich würde sagen, wir starten es dann einfach los. Ich zeige jetzt noch ganz kurz die Zutaten. Boah, ich bin nervös. Ja, nervös. Übrigens, Schatz, was haben wir gerade schon gemacht? Ja, ein Protein-Sandwich. Bei? Meinem Kanal. Genau, also ihr könnt bei Sascha, bei diesem Herrn hier, diesem Herrn? Auch vorbeischauen. Diesem Herrn hier, da habt ihr uns schon gerettet. Also ich zeige jetzt, was wir brauchen. Wir brauchen ein Proteinweckerl, dann eben, wie gesagt, Magertopfen, ein Ei, Kapern, er hat genau das gleiche. Und eben, hier seht ihr es auch nochmal, Salat, Tomaten, das sind Kapern und Basilikum. Nein, man kann auch statt Kapern zum Beispiel Oliven nehmen oder einfach weglassen. Nix. Nix mit Luft. Wie hat man bei dir da wegen der Tür dann gesehen? Fast nicht, fast ein bisschen schon, glaube ich. Also ich glaube, ihr könnt jetzt ja, ein bisschen was vom Tisch auch sehen, hoffe ich mal. Aber wir haben noch kein Brett. Ein Brett brauchen wir natürlich auch noch, denn wir schneiden da einiges. Na, obwohl, schneiden wir überhaupt was? Ja, doch, die Tomaten. Mhm, genau, die Tomaten, schon. Ja. Ich bin bereit. Du auch? Ja. Okay, 3, 2, 1, Start. Das ist ein hart gekochtes Ei, ja, ne? Passt. Was? So. So, okay, wir schälen das jetzt einfach mal ab. Ich habe da einen Trick. Welchen? Immer als erster runterschälen, ja? Ja. Einen Strich runter. Ja. Und dann einfach. Ich habe schon längst, also der Tipp ist nach rechts weg. Da gehen richtig große Dinger her. Ja. Ja. Jedenfalls, ich habe einen Tipp für euch für hartgekochte Eier. Am besten immer nach dem Kochen in ein kaltes Wasser legen, weil dann lassen sie sich viel besser schälen. Das wäre mein Tipp. Ja, ist auch ein Tipp. Ist auch ein Tipp, aber nicht so gut wie meiner. Ja, wir schneiden jetzt mal das Ei in kleine Stücke, geben es in die Schale. Dann wird das so ein leckerer Eiaufstrich. Okay, eigentlich dürfen wir nicht abschauen, gell? Nicht vergessen. Na, hast du drüber geschaut? Ja, unabsichtlich. Ja, ich will nur vom Profi auf dem Koch wieder was absehen. Sind wir uns mal ehrlich. So, Magertopfen, ungefähr so eine halbe Packung, würde ich jetzt mal sagen. Aber da seid ihr euch auch ziemlich frei, wie immer eigentlich. Nehmen wir jetzt mal so einen Löffel. Genau, also ich sage es ja auch immer wieder, ihr müsst das nicht eins zu eins nachmachen, sondern ja, man kann auch ein bisschen variieren, ja? Ja. So. So, rein mit den Eiern hier in die nice schwarze Schüssel, die sieht doch richtig nice aus. Ja, wir haben jetzt so ein schwarzes neues Geschirr, das gefällt uns beiden eigentlich ziemlich gut. Ja, ich feiere das mega. Und wie gesagt, Kapern ist auch nicht jedermanns Sache, ich mag Kapern echt gern, aber mag nicht jeder, sagen wir so. Schau, ich nehme gleich deinen Topfen hier. Ja, genau. Brauchst nicht deinen eigenen, stimmt. Wer von euch mag Kapern? Wer von euch kennt Kapern? Ich glaube, das ist die bessere Frage. Stimmt. Mit Oliven ist es sicher auch extrem lecker. Also. Ja, oder ich glaube, bei dir haben wir auch mal so einen Aufstrich gemacht mit Ei. Genau. Da haben wir keine Magertopfen genommen, sondern irgendwas anderes. Ich weiß die Basis nicht mehr. Und jedenfalls Sellerie dazu. Das war auch richtig gut. Weißt du noch? Ja, ja. Kann mir natürlich noch erinnern. 2 Minuten 50. Oh. 2 Minuten 50. Naja. Ich sehe das Ganze relaxed. Ich nicht. Dann, wenn wir das alles in der Schüssel haben, geben wir Salz und Pfeffer dazu. So. Kapern, kapern. Kapern hast du schon. Oh, ich darf nicht schauen, Entschuldigung.
das ist immer so unabsichtlich einfach. Ja, ja, unabsichtlich. Mhm. Wirklich. So, jetzt schneide ich schon mal das Brot auf. Wir haben hier so ein Proteinbrot, falls ich schon gesagt habe. Das hat natürlich viele Proteine, wie der Name schon sagt. Boah. Wenig. Boah. Hast du die falsche Seite genommen? Nein, nein, nein. Jetzt trotzdem ziemlich viel raus. Viele Proteine, wenig Kohlenhydrate und auch extrem lecker. So, ich bestreiche jetzt schon mal mein Brot. 1 Minute 58, ja? Das passt schon, das kriegen wir hin. Achso, wir sollen sie verzieren auch das Ganze, gell? Ja. Oh. Oh, oh, da oh, bist oh. du ja Meister. Dieser Sarkasmus brennt in den Augen. Nein. Ups. Das Ui. Brennt echt schon in den Augen. So, da. Mhm. Wird's was, oder? Mhm. Richtig gut schon. Also ich muss ja gestehen, ich nasche sehr viel bei... Ups, es hat gerade angehalten, aber es geht natürlich weiter. Ja, jetzt haben wir ein paar Sekunden verloren. 1 Minute 7, 6. Wow, wow. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich gebe mir eine dickere Schicht drauf, denn dann schmeckt man nicht so viel vom Brot, es ist nicht so trocken, sondern aber es ist wieder je nach Belieben. Von Ihnen mag ich mir etwas weniger, gell? Ja, wenn wir zum Beispiel Pizza belegen, legt einfach Sascha so eine Schicht mit Belag drauf. Das brauche ich jetzt auch nicht, aber du machst es, gell? Das mag ich. Das magst. Das mag ich gern. Das mag ich gern. Es ist zum Rehren, das mag ich gern. So. Also ich schneide schon mal die Tomaten zu Scheiben, die kommen dann aufs Brot noch drauf, also auf den Aufstrich. Genau. Was sagt die Zeit? Die Zeit, oh, 26 Sekunden, oh Gott, jetzt kommt gleich der Salat noch drauf, oh mein Gott. Jo! Hey, jo! Kennt ihr den? Bestimmt. So. So. So, da. Bisschen Basilikum mal drauf. Ich hab Basilikum. Hoi! So, jetzt viel gesagt, gell? Oh, 5 Sekunden, 5 Sekunden! 5 Sekunden. Oh, oh nein. Pipi fein. Fertig. Perfekt. Fertig. Schließlich. Was für ein geiles Gericht. Zack. Easy. Okay, ich zeige jetzt mal, wie der Tisch aussieht. Besser nicht. Doch. Ja, man sieht's eh. Ah, es schaut echt ziemlich aus. Also. Das könnt ihr besser. Das kriegt ihr besser hin wie wir. Wunderbar, oder? Wunderbar. Wunderbar. Ich würde sagen, du stellst jetzt gleich mal dein Gericht vor. Alles klar, also. Hallo und herzlich willkommen hier bei Teleshopping. Und zwar heute gibt es ein neues Schneidebrett. Nein, heute ist nicht das Schneidebrett ganz interessant. Schau, auf die schwarze, sondern, Teller. Sondern heute ist nicht das. Ja, ich wollte das Schneidebrett vorstellen. Ich wollte das Schneidebrett vorstellen. Okay. Aber jetzt haben wir das schwarze Teller natürlich. Ja. Und es ist natürlich heute hier dieser leckere Snack im Mittelpunkt. Ja. Und ich kann mal so viel sagen, er sieht nicht nur lecker aus, sondern er schmeckt hoffentlich auch genauso gut. Ja, mindestens kommt genauso der Test. Gut. Man kann vielleicht subjektiv auch gleich mitessen. Und? Mhm. Wie schmeckt's? Lecker? Ja, ist geil. Ja. Ich muss nochmal abbeißen. Ich hatte jetzt nur ein bisschen zu wenig Aufstrich drauf. Ja, beiß nochmal. Mhm. Wichtig. Ja, was? Genügend Aufstrich und genügend Kapern bzw. Oliven. Okay. So, Geschmacksexplosion. Mhm, mhm. Das war Vorstellung. Von 1 bis 10? 10. Das war Vorstellung. Wow. Ja, das verdient, weil es so schnell geht, einfach ist und günstig ist. Juhu! Das war Vorstellungsrunde Nummer 1. Ja. Jetzt bist du am Start. Ich mal her mit der Cam. Mhm. So, na, die wird jetzt genauso dreckig. Ja. Die Kamera ist jetzt. So. Marsch! Bitteschön. Herzlich willkommen bei meiner Kochshow. Was haben wir? Natürlich schon mal schöne Deko wie immer, also die hält sich heute in Grenzen, aber ich habe mich bemüht, es ist noch ein bisschen was draufgegangen. Eine Tomate, ein Ei und Basilikum. So, aber jetzt, meine Damen und Herren, wird hier der Deckel geöffnet. Tada! What the fuck? Meine Damen und Herren. Also, ihr seht hier, ja, es sieht eigentlich genau gleich aus, wir können wieder zumachen und ich beiß ab. ja, kurz und knackig, passt doch. Okay, ich probiere jetzt mal. Du wirst beobachtet. Oh. Schön essen, ne? Mm. Na super, das hast du wieder kurz hingekriegt. Wie du ausschaust. So, jetzt passt hier. Und? Tempo! Ja. Ja, es schmeckt wirklich sehr gut. Also die Kombination mit dem Magertopfen, also Magerquark,
dem Ei, den Kapern und dann aber auch noch die frischen Tomaten, der Salat. Mega! Also wirklich, gerade so für die Schule, Uni, aber auch zum Frühstück oder zum Abendessen, oder? Echt sehr gut geeignet, so direkt nach dem Training, Eiweißzufuhr. Genau, sehr proteinreich mit dem Magerquark, mit dem Ei, aber auch die Vitamine, Ballaststoffe, wirklich alles mit drin. Ich blende euch jetzt hier irgendwo mal so die Nährwerte ein. Ja, also, also wirklich sehr gut, haben wir, glaube ich, beide gut gemacht, aber ihr dürft jetzt abstimmen, wer hat's besser gemacht? Ich meine, ich hatte jetzt den Geschmackstest nicht, aber ja, ich glaube, wir haben beide gewonnen, oder? Das werden wir sehen. Werden wir sehen. Na, servus, jetzt schaut's aus, das kann was werden. Jetzt können wir aufräumen. Ah. Ja, jedenfalls hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Schaut, mach mal Schere, Stein, Papier, wer aufräumt. Na. Komm schon. Wer mehr aufräumt, okay? Ja. Auf einmal oder auf drei? Ein Gewinner. Okay. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Wer alles aufräumt, oder? Haben wir gesagt. Jedenfalls, er räumt jetzt dann die Küche auf und wir sehen uns. Ich wollte noch sagen, schaut bei seinem Video gerne vorbei, da wo wir das andere Rezept gemacht haben. Und lasst gerne dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Peace.